Feind. Ich meine. Was glaubst du, passiert wohl, wenn ich da Einheiten rumschicke? Hm? Was machst du denn da? Tschüss. Was seid ihr denn für Dinger? Rhino-Transporter? Eine mir so lange Folge ein Sammler noch hin und her fährt. Haben die überhaupt Sammler? Ja, die haben Rhino-Transporter. Die Angeber. Mal gucken, was für fette Transporter ich bauen kann. Kann ich nicht bauen, warum nicht? Wann kann ich die denn bauen? Klimaanlagen ziehen Feuchtigkeit, so. Och nö, nö, nö. Siehst du, wenn ich die Mine da hinten nutzen könnte, dann würde die Mine da auch nicht lange stehen, weil... Mal guck an, was da angefahren, angelaufen, angemarschiert kommt. Die Wegfindung bei der KI genauso dämlich wäre wie bei mir. Hätte ich echte Probleme, was fährt da rum? Also, ja. Nichts, was man ernst nehmen könnte. Apropos nichts, was man ernst nehmen könnte. Was habt ihr da gemacht? Was macht ihr da? Ihr werdet jetzt gleich aufgelöst. So. Ja, irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass die den jetzt nicht klein bekommen. Na, wobei, wobei. Komm schon, strengt euch an. Strengt euch an. Ah, komm. Mal ein bisschen Leistung. Schwierig. Tschüss. Was habe ich denn noch an Einheiten? Ach, gleich den nächsten Pulk losschicken. Wie viel habe ich denn noch? Die ist noch ein bisschen was. Da ist noch ein bisschen was. Was brauche ich denn noch nicht? Was brauche ich noch? Wo ist mein Locator? Lokalisiere mal hier oben. Nehmen wir noch eine Einheit. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich. Das ist jetzt schwierig. Gehen langsam die Einheiten aus. Stehen da oben denn noch das Schmelzwerk? Ich habe noch eine Mine da stehen. Aber kein Schmelzwerk mehr. Das hat der Feind ausradiert. Da steht noch eine Mine. Was ist denn da noch drin? 4000, sehe ich das richtig? Ja, leckst mir doch am Arsch. So, was kommt da hinten angelaufen? So, das steht nur. Ach, die haben noch einen. Wie viel haben wir? Haben die immer so viel? Wo ist überhaupt meine Armee von der letzten Mission hin? Wieso habe ich die nicht hier? Wieso wird die nicht eingesetzt? KI, setze sie ein. Bauen, nein, bauen. Ein Schmalzwerk. Nein, ich brauche ein... Nein, wo ist ein Schmalzwerk? Schmalzwerk habe ich gesagt. Ich brauche ein Schmalzwerk. Und ich brauche einen Versammlungspunkt hier. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich zuerst mal. Kommst du mal. Gebäude, fügt euch meinem Willen. Machen wir es eben so. Sicher zu gehen, dass es wirklich funktioniert. Das war jetzt. Wo ist es denn? Wo ist das denn? Da ist es. Soll das so, dass man dich nur links hört? Ja, mein Mikrofon wird aus irgendeinem Grund im Stream nicht Stereo übertragen. Ich habe keine Ahnung warum. Und ja, es steht auf Stereo, es wird nur leider Mono übertragen. Ich habe keine Ahnung warum und habe keine Ahnung, wie ich das ändern kann. Moment mal, jetzt habe ich insgesamt zum 4 Zuschauer. Jetzt wird es langsam gruselig. Kommen hier alle die Leute her? Ich habe noch eine zweite Stereo-Einstellung, aber wenn ich die einstelle, dann hört es so an. Und das ist scheiße. Deswegen, bis ich herausgefunden habe, was ich dagegen tue, musst du meinen Livestream Mono genießen, aber...
Komm schon, vernichte den, bevor er meine guten Einheiten killt. Danke. Schön, wie die Animationen und die Wackeleffekte trotzdem fertig ausgeführt werden. Dann mach den OBS heruntermischen zum Mono. Bringt das was? Kann ich das jetzt mitten im Stream umschalten oder muss ich dazu... Nein, nein, wo fährst du denn hin? Doch nicht so nah ran! Bist du des Wahnsinns? Fahr da weg! Fahr da weg! Oder schwebe eher davon. Die schweben ja. So schwebe eher doch... Wie können die überhaupt vernichtet werden durch diesen Bodenangriff, wenn das Ding herumschwebt? Ja, was bist du denn da? Schieß mal weg, die Scheiße. Na komm, schieß die Scheiße weg, habe ich gesagt. Danke. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Runtermischen in Mono. Wo stelle ich das denn überhaupt ein? Und vor allem, wie ist das denn in der Aufnahme? Ist das dann da auch? Ja, und wo stelle ich das um? Ist natürlich gut, dass ich das jetzt noch die Aufnahme laufen habe. Das ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich das jetzt einstellen kann. Weitere Audio-Einstellungen. Runtermischen zum Mono. Wie ist das dann in der Datei? Audiospur ist das dann auch? Hey, hört man mich jetzt auf beiden Seiten? Oder. Wie ist das jetzt gleich in der Aufnahme? Ich werde es herausfinden müssen. Ich hoffe, die Audiodatei wird nachher gut. Sonst müsst ihr Dämon die Schuld geben, dass die Uploads des Streams so scheiße sind. Ich habe keine Ressourcen mehr. Das ist auch etwas ungünstig, möchte ich sagen. Wie sieht es denn da oben mit meinem Schmalzwerk aus? Das wird noch gebaut. Sehr gut. So, und hier steht immer noch da oben, ich liebe es. Achso, jetzt bin ich beide Seiten hier. Toll. Wieso muss ich das auf Mono heruntermischen für den Stream? Für die Aufnahme muss ich das nicht. Woher soll ich denn wissen, dass ich das auf Mono runtermischen muss für den Stream? In der Aufnahme habe ich Stereo. Fährt auch irgendwas. Na, das läuft jetzt da hoch. Was ist, was steht da? Gut, das hält's auf, alles klar. Ich meine, wenn ich auf beiden Seiten zu hören sein soll, dann mache ich doch nicht Mono. Wirklich, denk doch mal mit. 4 Zuschauer, das macht mir Angst. Nein, du hast vorgeschlagen, ich soll auf Mono umschalten. Das habe ich schon probiert, funktioniert nicht. Dann rauscht es auch wie scheiße. Genauso wie wenn ich digital Stereo auswähle, dann rauscht es auch. Ich muss also analog Stereo auswählen. Ich weiß zwar nicht, warum ich analog Stereo auswählen muss, aber es muss sein. Auch wenn ich irgendwie der Meinung bin, dass bei USB doch digital irgendwie... Okay, ich habe noch ein bisschen Ressourcen. Ja, aber langsam wird es dünn. Wollten die Mission jetzt mal gewinnen, finde ich. Solange da nichts Schlimmes kommt, ist alles gut. Was schießen die da schon kaputt? Irgendwelchen kleinen Scheiß, okay. So, jetzt habe ich schon geschafft, meine Zuschauerzahl zu vervierfachen gegenüber dem letzten Mal. Das heißt, beim nächsten Mal werde ich dann bereits 16 Zuschauer haben. Ein Mono-Mikrofon. Ich habe 3 Mikrofone. Ich habe Dolby Surround Sound, weil ich 5.1 Mikrofone habe. Ich habe ein Mikrofon nur für den Bass gekauft. Ich habe mein 11.3 Soundsystem für irgendwie 80.000. Oh nö, nö, nö. Wie viel haben denn die immer von diesen Drecksdingern? Wieso bekomme ich da nie so welche? Da nie so welche. Und wie
viel vernichtet er jetzt? 2. Soll ich vielleicht nochmal laden? Ich überlege es nochmal. Guck drauf an, wie weit ich jetzt noch komme. Was steht denn da noch rum? Ein Turm. Was zur Hölle? Was ist das denn jetzt? Was war das? Was war das? Ich verlange zu wissen, was das war. Und kann ich es auch bauen? Ist das... Ah ne, das ist nur so ein Werk für leichte Infanterie, ja. Das ist, was zur Hölle war das? Ist mein Schmelzwerk schon fertig? Mein Schmalzwerk ist fertig, hey, egal. So, jetzt muss ich nur noch herumstehende Transporter finden. Du stehst da dumm rum. Steht da hinten noch einer dumm rum? Ja. Und beantworte mir endlich meine Fragen, was das war. Wo ist meine 1? Meine 1. Ich weiß nicht, wie meine 1 übrig ist. Das war die Sonne. Nein, ich glaube nicht, dass die Sonne so nah sein soll. Und selbst wenn sie es sein sollte, wäre dieser Planet nicht mehr da. Ich glaube, ich muss nochmal laden. Das ist ja so nix. Irgendwie alles, was du hast, zerrieben wird. Von was auch immer es war. Was war das, Hölle? Karma, ja. Also, wenn das Karma gewesen wäre, dann hätte ich ja Einheiten bekommen müssen. Und das Spiel so... Geistesblitz. Nicht in meinen Let's Plays, sowas gibt's hier nicht. So, qualitativ alles noch in Ordnung. Ich habe auf jeden Fall keine Frames mehr verloren, im Gegensatz zum Anfang. Das hat nicht so gut funktioniert. Wo ist der Rest meiner Armee? Diese Wegfindung. Ja, nur nicht hetzen, Leute. Wir haben Zeit. Ist ja nicht so, als würde der Gegner mit irgendwas angreifen. So ist es ja nun wirklich. Was macht mein Schmalzwerk? 82% gebaut. Sichtweise noch enger als betont. Nein, das ist irgendwie ein Problem mit Wein. Das macht wegen Nebel. Wegen viel Nebel. Das, ich weiß nicht warum, in manchen Missionen ist das. Nicht in allen Parts sind auch Nebel frei, aber. Das ist ein Upgrade für den Pod. Ich habe gar keinen Pod, oder? Nein. Ich kann es also so mal gar nicht bauen. Das liegt nicht an meinen Grafiktreibern. Oder vielleicht schon, ich weiß es nicht. Es könnte auch an Wein liegen. Kann ich jetzt nicht sagen. Ein Satellitending das um. Junge, ich sehe diesen Pod nicht. Ich kann nicht sagen. Kann man das mehrfach abfeuern oder? Ja, du kannst. Ich glaube nicht, dass ich das in dieser Mission erforschen kann. Und ich vermute mal, das hat Aufladezeit. Sag mir bitte, dass das Aufladezeit hat. Nein, sag mir, dass man das nur einmal bauen kann. Gut, ich schick mal den davor. So, schießt du nochmal mit deiner Ionenkanone, hallo? Wieso schießt du denn jetzt nicht? Ja, ich könnte auch unter Windows zurückwechseln, wo es irgendwie gar nicht mehr funktioniert hat. Das wäre natürlich viel besser. Das wäre wirklich besser, dann würde es nicht mehr funktionieren, ich müsste nicht mehr spielen. Jetzt schießt das Ding. Eben hat es nicht geschossen. Was muss ich denn tun, damit er schießt? Ungefähr 10 Minuten. Ja, ganz geil. Schießt doch, wenn ich nur so eine Einheit losschicke. Hat das, kann das über die ganze Karte schießen? Wow, wow. Soll das so hell sein oder ist das auch so technisch? Was? Mal abgesehen, es liegt prinzipiell an diesem Spiel, weil dieses Spiel echt grauenhaft ist.
vielleicht nicht so eine coole Idee wegzugehen, wenn ich hier einen Kampf habe. Und der Wind 10 geht. Wind 10 ist. Niemand wird sich Wind 10 installieren. Müsste hier geistig völlig behindert sein. Wo ist denn der andere Sammler? Da. Transporter, nicht Sammler. Ach. Was macht ihr da? Ihr führt einen harten Kampf gegen diese Kanone. Volle Kartenreichweite, ja geil. Cloud of Command Conquer hier. Oh, ich kann was mit Raketenstahl bauen. Ey. Raketenstahl war gut, oder? Plasma. Hm. Ja klar, das Spiel ist ja auch zu leicht. Hallo? Wenn das so lange wie ich professionell in Korea hier Pro-Events gespielt hast von Machines, dann brauchst du dann einfach die extra Herausforderung. Alter, die Wegfindung! Ich hasse sie mit jeder Faser meines Körpers. Wenn du eh nicht wegfährst und einfach dumm stehen bleibst, schieß den mal kaputt. Hm? Ach, ist kaputt, okay. Sammeln. Sammelt euch! Außerdem weiß ich gar nicht, was du willst. Ist doch ein schönes grafisches Feature. Der Nebel. Muss man das Spiel nicht so sehen. Nein, nein, nein. Oh. Gut, ich muss jetzt ganz schnell mal diesen Pot entpotten. Wenn ich so weit durchkomme. Meine Armee hat schon wieder stark gelitten. Was ist denn das noch weg, sag mal? Weg wird doch immer länger. Dehnt sich der Planet aus. Apropos, habe ich die Sammler schon zugewiesen? Ja, habe ich, okay. Sind die Minen da jetzt alle leer? Nee, die bewegt sich noch, also sind noch nicht leer. Man kann die keine 2 Sekunden mal alleine lassen. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Ach, hat er nicht gespeichert, bevor ich weggegangen bin. Sollte es besser wissen, dass man diesem Spiel der KI nichts überlassen kann. Selbst dumm rumstehen kann, bekommen die KI nicht auf die Kette. Warum kann ich nicht gleich alle Einheiten auf einmal steuern? Also so selbst. So eine Art Kette fahren oder sowas. Das wäre irgendwie geil. Nee, das mal weg. So, das sind nur die Rhino-Transporter. Die ganz fetten. Oh, YouTube mag die Nebel sehr, bis ich gut dran komme. Ich bin froh, dass YouTube gerade überhaupt akzeptiert, mich zu streamen. Vorhin hatte ich Probleme mit 2000er Bitraten, weil na geil. Ah, löst sich meine Armee auf. Nein, nein, ich kann nicht abwählen. Ich kann doch nicht mit 2 Einheiten was reisen. Also gut, wenn es Gorillas wären, vielleicht schon, aber. Na komm, spreng das Ding doch in die Luft! Was braucht ihr denn da immer so lang? Hier gucken, mehr schießen. Na also, geh doch. Jetzt habe ich immerhin 4 Einheiten statt 2. Habe ich doppelte Feuer? Nein, nicht wirklich. Weg mit den Dingen. Komm schon, weg! Hm, toll. Oh ja, er wird natürlich genau jetzt fertig. Schieß halt! Nein, ich muss mich erst direkt davor stellen, damit er mich ordentlich treffen kann und alles. So, weg mit dem Take. Schnell, weg damit. Zwei. Er baut denn 2 Mammutpanzer? 20 vielleicht? Ja, ja. 20, dann fährst du auch durch Obelisken durch.
Wenn die Karte voll ist mit Mammutpanzern,